Hi Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen zu Amazing Grace. Ja, hier ist die hübsche Grace, die so aufreizend tanzt. Da könnte ein bisschen Anti-Aliasing rein bei ihr. Ja, wir müssen Grace beschützen. Wir werden angegriffen von Wellen von irgendwelchen Rittern und die wollen hier in die Burg. Grace verpieselt sich immer hier in die Burg am Seiteneingang und dann geht's meistens los. Es gibt drei Modis, einmal Rage, Survival und Gore. Und dann haben wir noch die Option, entweder können wir es blutig machen oder wir können Konfetti regnen lassen. Aber da es nur Pixelblut ist, wollen wir jetzt hier mal blutig. Ich würde sagen, ich zeige euch mal nach und nach alle Modis und schauen wir mal, welcher uns besser gefällt. Ich habe eben mal so ein bisschen gespielt, aber die Highscore-Punkte, die es da gibt, weiß nicht, wie die Leute das geschafft haben, aber sehen wir gleich mal selber. Okay, Grace, jetzt ab und viel Spaß. Schnell, schnell, schnell. Ab in die Burg. Es gibt immer Combo, wenn wir zwei gleichzeitig treffen. Und dann gibt es auch so eine Art Rage-Modus. Den Bomben müssen wir immer ausweichen. Die sollte man nicht unbedingt weghauen. Ah, jetzt habe ich die Bombe getroffen. 147. Ja, irgendwann kommt auch der hübsche Ritter in Anführungszeichen. So, jetzt haben wir wieder hier Rage-Modus. Man könnte auch sagen Hoshi-Modus. .49 habe ich, da kommt er. Haust du ab, das ist mein Grace. Und jetzt verzieh dich. 268, ich habe sogar meinen Rekord geschlagen, aber schaut mal. Tanze uns! Ja, wir probieren nochmal. Geht ja relativ schnell. Schauen wir, ob wir nochmal ein bisschen besser werden. Ist auf jeden Fall anstrengend. Schon haben wir einen Rage-Modus. Ah, jetzt hau ich mir die selber hier vom Arm, die Controller. Und boom. Feuerunfall! Verteufelt alle Feuer! Man kann ja auch immer so schön hier reinhauen. Ah, jetzt, da muss man ja fast automatisch die Bombe treffen. Ah, da kommt der hässliche Vogel. .89, also ist ziemlich schwer, finde ich. Ich würde auch gerne wissen, wie die hier 6000 Punkte geholt haben. Aber gehen wir mal ins Menü, spielen wir den nächsten Modus mal. Das war der Rage, jetzt machen wir den Survival. Da tanzt noch was für uns, Grace. Ab. So, jetzt kriegen wir auch immer Waffen. Die fliegen auch auf uns zu. Haben wir hier schon mal was Besseres als eine Faust? Jawoll. Die können wir dann aufspießen. Ah, Mist.
56. Da machen wir aber gleich nochmal, da ging es so schnell. First Blood. First Blood. Na komm. Ach, jetzt kommen hier auch so Spezies nach mir. Über den Fußweg. Boah, jetzt kommen hier aber Bomben noch. Club. Slow-Mo ist gut, oder? Wow, jetzt können wir Feuer speien, oder was? Dracarys! Das ist immer cool. Vergeht in mein Feuer. Jawoll. Komm. Ach, und schon ist sie weg. Und der Modus gefällt mir. Besonders, wenn man immer andere Waffen kriegt. Ich bin jetzt schon außer Puste. Armbrust? Geil. Komm, Combo. Ja, Combo fest hier. Mal wieder Feuer, Drachen, Drachenfeuer. Feuerdrachen. Bleiben die schön auf der Spitze liegen? Hey, ja, die bleiben geil hängen. Schaschlik. Alter, was ist jetzt? Ah, ich hätte gerne in der anderen Hand. Boah! Come on. Ah, Mist. 186. Ja, das war ja schon mal ein bisschen besser. Was haben wir jetzt noch? Jetzt haben wir den Gore-Modus. Schauen wir uns den mal an. Ach so, gestimmt. Da konnte man die Typen auseinanderreißen. Deshalb auch Gore. Schauen wir uns das mal an. Gucken wir uns gleich mal im Näheren an. Versuchen wir erstmal hier so ein bisschen Playtime zu bekommen. Genau, dafür kriegt man Sniper-Punkte, die hier dieses Fadenkreuz haben. Oder dieses Ziel eher gesagt. Und er ist reingekommen. Ich weiß noch nicht ganz genau, für was man alles Punkte bekommt. Auf jeden Fall, wenn man diesen Typ trifft, die das Ziel in ihrem Kopf hat, kriegt halt einen Sniper-Bonus. Aber guck mal, man kann ja alles angreifen.
122 war mein Bestes. Okay. Jetzt machen wir mal einen Durchgang, wo ich euch zeige, was man da alles in Ruhe machen kann. Geile Musik. Abgerissen. Abgerissen. Jetzt haben wir hier nur noch den Körper. Ah, ist nicht sehr detailliert, von daher wird das für mich auf jeden Fall in Ordnung. Ist mehr so Comic. Geht der Controller mir fast aus der Hand. Gut, dass ich die Schlaufe habe. Ich will hier da hinten drauf, aber das ist ja gar nicht so einfach. Kommst du her? Sniper 1 war nicht gut. Kann man hier selber da reinknallen? Okay, lass uns jetzt nochmal killen. Komm, alle rein. Alle rein. Da ist eine mega Party hinten mit Grace. So, danach machen wir mal richtig. Ich hätte es auch echt gerne mit Liv aufgenommen, also mit Mixed Reality. Aber ich hatte das Problem, dass egal, ich habe jetzt über eine Stunde probiert, egal was ich gemacht habe, die Schläger hier waren zum Beispiel immer ja, auf der Höhe hier, also die schwebten in der Luft. Ist natürlich blöd, sollte schon direkt an meiner Hand sein, dass sowas auch wirklich rüberkommt. Ich weiß nicht warum, bei Synth Riders damals hat es geklappt. Das werde ich beim nächsten Mal auch nochmal probieren, weil da gibt es auch nochmal extra einen Giveaway. Also da habe ich noch 2 bis 3 Keys zu verlosen für Synth Riders. Also wer das Spiel noch nicht kennt, ich habe schon mal ein Video dazu gemacht, aber kommt bald nochmal ein neues Video dazu. Also schaut schon mal das erste und danach gibt es dann halt das zweite Synth Riders. Ja, aber kommen wir jetzt erstmal zurück zu Amazing Grace. Ich will jetzt hier mal meine 122 schlagen und los geht's. Na komm. Reiß dir alles raus, du. Sniper? Nein. Ah, super. Das wird kein... Das wird auf jeden Fall kein Rekord hier. Ich wollte immer einen behalten für den Sniper. 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 Ah. Also zum Auseinanderflippen gibt es natürlich auch Punkte. Warum war ich jetzt auf einmal was zu Ende? Ach, 90. Ist immer 90 Sekunden. So. Nochmal los. Ja, 90 Sekunden, okay. Oh, verschiedene Musikarten haben wir hier auch. Oder Titel. Come on. Sniper.
Sniper. Ah, ich muss meinen behalten. Glück gehabt. Ist nicht mehr viel. Ah, 128. Yes. Ich arbeite mich langsam hoch. Noch, komm. Recht zusammen. Menü ist ganz witzig gemacht. Aber man kommt echt ab und zu mal mit den Schlägern einfach aus Versehen an diese Buttons. War blöd von mir. Aber da kommt noch einer. Komm, dich behalten noch. Manchmal will das nicht so, wie ich will. Ah, Mist. Ach so, ja, man kann ja auch mit dem Kopf abwehren. Dann kriegt man einen Header. Ah, ich bin gerade überfordert hier. Ich muss gleich nochmal probieren. Das gibt nichts. Dann schon. Nee, macht nichts. So, komm. Einmal besser als 128. Das wäre doch was. Die Musik gefällt mir besser. Oh, da sind einfach zu viele, um die irgendwie alle auseinander zu pflücken. Sniper. Ah, den haben wir nicht gekriegt. Sniper. Oh, fuck, warum hab ich ihn weggeschmissen? Jetzt geht's rund. Hä? Okay, 135. Immerhin bin ich geklettert. Nehmen wir mal ins Menü. So, jetzt haben wir alle drei Modis. Jetzt mach ich nochmal hier Rage. Auch wenn es gerade so ein bisschen anfing zu ruckeln. Aber zwei Runden machen wir noch Rage und Survival machen wir noch einmal.
Herz geht rund. Nur nicht die Bombe treffen. Sieht bestimmt richtig bescheuert aus. Jetzt wird es immer heftiger hier. Nee, ist klar. Wow! 1200! Wir haben keine Kombo-Möglichkeit gerade. Jetzt aber wieder. Punkte. Ne, 69. Yes. Ja, jetzt kannst du auch tanzen für uns. Okay, machen wir einen anderen Modus nochmal. Und dann würde ich sagen, reicht's auch. Da bin ich genug durchgeschwitzt. So, noch einmal Survival. First Blood. Na kommt. Ach, die bleiben so schön da drauf stecken. Herrlich. Oh Gott, ich sehe jetzt gar nichts mehr. Diese Stöhnen dann. Was machen die Ritter denn dann da? Ein kleines Flitschen. Ja Leute, das war Mason Grace. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Wenn ja, würde ich mich wie immer über ein Like freuen. Und falls ihr mir noch kein Abo gegeben habt, haut doch mal auf den Abo-Button, direkt die Glocke aktivieren, dann werdet ihr immer informiert, wenn ein neues Video von mir rauskommt. Ich sage Dankeschön fürs Zuschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.